Mein Name ist Ahmad Mohammadi und ich möchte mit meinem Analyseverfahren den Volksleiden Rückenschmerzen auf die Spur kommen. Backup ist ein portables Gerät zur zeitlichen und örtlichen Erfassung der Wirbelsäule im Zusammenspiel mit der Rückenmuskulatur. Es zeichnet Kontraktion und Dehnung des Muskels sowie Belastung und Winkel der Wirbelsäule auf und das über einen Zeitraum von 24 Stunden. Es werden drei Sensorbänder an den Rücken angebracht. Diese bilden ein virtuelles Gitternetz und senden über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden die erfassten Daten an beispielsweise das Smartphone und nun kann der Patient oder der Arzt, wann immer er möchte, darauf zurückgreifen. Backup hat den Vorteil, dass es strahlungs- und nebenwirkungsfrei ist. Es ist äußerst günstig, es senkt die Folgekosten und hat den Vorteil, dass es portabel ist. Man kann aber auch einen Blick in die Zukunft werfen und sagen, wenn das erfolgreich zum Einsatz gekommen ist, dass man es in der Veterinärmedizin oder im Leistungssport anwendet.